Du möchtest gerne Schlagzeug erlernen oder hast bereits schon damit begonnen und jetzt türmen sich erstmal jede Menge Fragen auf, dann bist du jetzt genau richtig hier. In einer Serie von ein paar Videos möchte ich mal ein paar generelle Gedanken zum Erlernen vom Schlagzeug oder beziehungsweise generellen Erlernen eines Musikinstruments behandeln und auch ein paar Mythen, die es denn auch so über Schlagzeugspielen gibt, auch einmal von einer vielleicht anderen Seite beleuchten. Bleib dran, in der Zwischenzeit, bevor es losgeht, kannst du noch schnell meinen Kanal abonnieren, dann bekommst du direkt jedes neue Video von mir mit. So, nun geht's los. Und zwar, ich möchte heute erst einmal ein paar generelle Fragen beantworten, die sich bei den meisten Einsteigern einfach wirklich immer ergeben. Also aus meiner langjährigen Unterrichtserfahrung habe ich Fragen gesammelt, die sich einfach immer auftürmen. Frage Nummer 1, die für mich meistens auch irgendwie ein bisschen überraschend ist und glücklicherweise nicht ganz so oft vorkommt, aber doch für mich oft genug, dass ich es hier anspreche. Und zwar die Frage, brauche ich denn ein eigenes Schlagzeug zu Hause? Wenn du jetzt Gitarre lernen würdest, würdest du auch die Frage stellen, brauche ich eine Gitarre? Logischerweise ja. Das ist gleichzeitig auch so ein bisschen der Gedanke dann oftmals, warum soll ich denn eigentlich zu Hause üben? Ich gehe doch in die Musikschule. Also, dazu kann ich nur sagen, in der Musikschule, dein Musiklehrer, egal welches Instrument es ist, der gibt dir eine Anleitung und kontrolliert, ob du das auch richtig machst. Aber es ist ein Training. Du trainierst quasi wie im Sport auch Reflexe. Bei einer Gitarre die Griffe wechseln. Wenn du das nicht täglich zu Hause trainierst, dann wird das mit dem Instrumentspielen auch nichts. Also jeder, der ein Instrument erlernen möchte, benötigt das Instrument natürlich auch zu Hause. Es ist dann eine andere Frage, ob ich jetzt zum Beispiel sage, habe ich ein akustisches Schlagzeug oder ein Elektroschlagzeug? Das ist wieder eine andere Baustelle, ja. Aber generell, wenn du ein Instrument erlernen willst, benötigst du es auch zu Hause. Das ist die Frage, die erstmal am allerwichtigsten ist. Ohne das wird es keinen Erfolg beim Instrument geben. Die zweite Frage, wenn also sich die Schüler oftmals ein Schlagzeug gekauft haben, ist, wer baut mir das denn auf? Das muss man eigentlich selber machen. Beim allerersten Mal bei kleinen Kindern kann man das immer mal wieder machen, dass man erstmal einen Profi dazu holt, wenn das der Lehrer eventuell machen kann, dass man sagt, beim allerersten Mal baut das der Lehrer vielleicht auf, aber das musst du natürlich selber auch hinkriegen. Genauso wie ein Saxophonist sein Saxophon zusammenstecken muss oder ein Posaunist seine Posaune zusammenbauen muss, genau so muss auch der Schlagzeuger sein Schlagzeug zusammenbauen müssen. Dazu habe ich auf YouTube auch mal eine sehr, sehr ausführliche Anleitung gemacht, wo eigentlich so ziemlich alle Schrauben erläutert sind, die es überhaupt am Schlagzeug gibt. Ein Schlagzeuger muss jede einzelne Schraube wissen, wozu sie gut ist, was man damit machen kann. Und dann, das Schlagzeug wächst auch mit dir mit. Das ist, wenn du mit 6 Jahren anfängst, bist du relativ klein. Mit 18 hast du eine andere Größe, Körpergröße und das Schlagzeug, der Aufbau wächst mit dir mit. Du musst immer wieder dran rumschrauben und rumfeilen, dass es optimal für dich steht. Dazu gibt es dann auch oftmals den Gedankengang, ach, wie das Set steht, ist doch eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache irgendwie hingepriemelt, nicht lang damit aufhalten, da aufzubauen. Ich will einfach nur draufhauen, das Hauptsache es macht bumm. Ist auch eine Philosophie, aber die führt nicht zum gewünschten Erfolg. Das Set, so wie es steht, ist auf deinen Körper ganz persönlich eingestellt. Und den Aufbau optimiert man, um möglichst entspannt und auch möglichst schnell spielen zu können. Wenn ich 2 Trommeln weit voneinander, beispielsweise Hängetoms, weit voneinander entfernt habe, dann brauche ich viel Zeit,
um die Trommel zu wechseln. Das heißt, ich kann gewisse Geschwindigkeiten gar nicht mehr spielen. Wenn ich die zusammenschiebe, habe ich weniger Platz oder weniger Distanz von den Trommeln, also kann ich schneller spielen. Baue ich die Trommeln so auf, dass ich meine Schulter hochziehen muss, um zu spielen, bin ich nicht entspannt, kann ich nicht locker leicht spielen. Also muss ich die Trommel dementsprechend senken oder so einstellen, dass sie einfach optimiert ist. Deshalb ganz wichtig, es ist nicht egal, wie das Set steht, sondern das ist eine ganz feine Sache, wie man sich das einstellt und aufbaut. Wir haben als Schlagzeuger das große Glück, dass wir das Schlagzeug auf uns einstellen können. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten, eine Geige ist gebaut, wie sie ge gebaut ist. Ich muss meine Hand verdrehen. Das geht nicht anders. Schlagzeuger können das Set direkt nach sich selber, nach dem Körper am besten aufbauen. Das nächste wäre, wie das Set klingt, ist eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache, es macht Bumm. Viele wissen erst einmal anfangs gar nicht, dass man ein Set, ein Drumset, tatsächlich stimmen kann. Dazu sind die ganzen Spannschrauben, die Fellspannungen, wie die sind. Eine Trommel kann auf so viele unterschiedliche Art und Weisen klingen. Und da kommt auch gleich das nächste: Ja, wer macht denn das eigentlich? Wer stimmt eine Gitarre? Wer stimmt eine Geige? Immer der Spieler selbst. Man kann sich hier natürlich auch, weil das doch eine sehr komplizierte Geschichte ist, eine Trommel zu stimmen, erst einmal Hilfe holen, beziehungsweise auch hier habe ich schon mal grundlegende Ideen vom Stimmen einer Trommel auf YouTube, das kann ich dir gerne verlinken. Damit muss man sich unbedingt selber auseinandersetzen, dass das Set klingt, weil auch jeder Schlagzeuger möchte, dass das Set irgendwie unterschiedlich klingt. Je nachdem, was ich für Kessel habe, was für Felle ich drauf habe, welche Musikrichtung ich gerne spielen will. Es hängt alles irgendwie mit deinem persönlichen Geschmack zusammen. Und das schaffst du nur, wenn du dich selber damit beschäftigst. Das kostet Zeit, das kostet viel Zeit, eine Trommel richtig gut zu stimmen, aber das muss ein Schlagzeuger eigenständig beherrschen. Beispielsweise, du bist auf einem Konzert, willst irgendwo ein Konzert spielen und es geht beim Transport ein Fell kaputt. Dann musst du selber logischerweise ein Ersatzfell dabei haben, das empfehle ich auch immer, einen Ersatzfellsatz dabei haben. Und dann musst du es aber selbstständig wechseln können. Und deshalb mach dir selber den Gefallen und beschäftige dich intensiv mit dem Thema, wie stimme ich meine Trommeln. Und dann ist noch ein Mythos, mit dem ich heute behandeln will, der sich auch ganz häufig mal einfach bei Anfängern stellt. Schlagzeug muss laut sein und mit Kraft gespielt sein. Das ist ein Mythos, den ich hier gerne widerlegen würde. Es hängt natürlich auch ein bisschen von der Musikrichtung ab, wenn du jetzt Heavy Metal spielst oder sowas. Klar, da haut man ein bisschen mehr rein, aber auch die Jungs, wenn sie ganz oben mitspielen, spielen nicht einfach wild mit roher Gewalt, sondern die haben auch eine Technik. Und die spielen auch, wenn man sich genau die Bewegungen analysiert, gar nicht so hart, wie es aussieht. Das ist eine Riesenbewegung, die sie machen, aber sie haben eine gewisse Technik und Schlagzeug muss gerade auch für Anfänger nicht laut sein, auch für Profis nicht zwingend. Weil, ich sag mal so, wenn deine Lautstärke zu gering ist, hast du mindestens die Möglichkeit, Mikrofone heranzustellen und dann abzunehmen und über die Anlage laufen zu lassen. Spielst du aber immer laut, so dass deine Ohren quasi klingeln, heißt immer so, oftmals so, ey, ich habe erst richtig gut geübt, wenn ich einen Tinnitus pfeifen habe. Große Gefahr, Gehörschutz, komme ich aber gleich noch da dazu. Auf jeden Fall, wenn du nur laut spielst und dann ein Konzert in einer kleinen Örtlichkeit spielst, dann hast du das Problem, dass du immer viel zu laut bist. Das kann kein Mensch sich anhören, die Leute werden keinen Spaß an dem Konzert haben und das ist dann einfach traurig und schade. Und da habe ich beispielsweise auch eine Erfahrung gemacht. Ich habe in der Schweiz in einem kleinen Club gespielt, wirklich ein ganz kleiner Club. Und ich bin dorthin gekommen und sind im Prinzip Tontechniker gewesen.
die gesagt haben, wir haben hier einen kleinen Club und die Band sollen kommen, die sollen einfach ihre Sachen hinstellen, wir machen den Ton und die Band spielt und die Band hat mit dem Ton nichts mehr zu tun. Eine total geniale Location ist es gewesen. Und ich kam dahin, habe gespielt und wie ich halt immer spiele. Und ich spiele nicht wahnsinnig laut. Und die Tontechniker kamen hinterher nach dem Konzert zu mir und haben sich bei mir bedankt, weil ich der erste Schlagzeuger war, wo sie nicht alle Mikrofone abstellen mussten, sondern die konnten erstmalig Schlagzeug richtig mischen. Und dafür haben sie sich sehr bei mir bedankt und deshalb war es auch ein sehr ausgewogener Klang in dieser Mini-Location, in der wir gespielt haben. Also leise spielen ist nicht unbedingt verkehrt und das heißt auch nicht, dass es nicht ohne Energie und Power kommt. Also das ist ein großes Fehldenken. Und Gehörschutz ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Also anfangs spielt man immer wieder etwas lauter, das ist normal. Aber hier ganz wichtig, nehmt ihr Gehörschutz dazu. Sinnvoll einsetzen. Nehme Gehörschutz immer dann, wenn du einfach nur Bewegungen übst, Koordination übst. Es ist aber auch wichtig, dass du ohne Gehörschutz übst, weil du dann eben mitkriegst, wie klingt meine Trommel. Wir wollen ja am Sound arbeiten und wenn ich meine Ohren zumache, kann ich nicht am Sound arbeiten. Und deshalb ist wichtig, du musst ein Ziel haben. Wenn du das Ziel hast, du willst Neues erlernen, Koordination, Bewegung, sonst irgendetwas, dann nehme Gehörschutz, weil dann geht es einfach nur um Motorik, mehr oder weniger. Und der nächste Schritt ist, wenn du die Motorik beherrschst, dann geht es um Sound. Wie klingt das alles? Und dann müssen die Stöpsel raus, weil sonst kannst du nicht am Sound arbeiten, nicht so richtig konsequent. Und beim Gehörschutz gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt so, also Oropax ist das, kennt eigentlich jeder, stopft man sich rein und muss es hinterher wegschmeißen. Es sollte natürlich ein wiederverwendbarer sein. Gibt es aus Silikon, ich nenne es immer so kleine Tannenbäumchen, sind so drei Lamellen, die passen sich dem Gehörgang an. 10 € beim Akustiker oder so etwas bei Hörgeräte. Gibt es auch auf Amazon zu kaufen, überall gibt es diese Dinger. Einfach ein handelsüblicher Gehörschutz, weil dann sind schon mal die scharfen Anschläge weg. Es gibt natürlich auch diese großen Mickey-Mäuse, Baustellenkopfhörer, haben den Vorteil, die machen noch mehr dicht, auch hinten den sogenannten Klangknochen, nennt man den ganz gerne mal. Dann wird es noch leiser. Die Gefahr ist, dass man dann beim Üben noch kräftiger spielt. Also da, man muss wirklich eine Ausgewogenheit hinkriegen. Nicht immer nur mit Kopfhörern spielen, mit so Mickey-Mäusen, weil sonst gewöhnt man sich an, immer laut zu spielen. Aber wie gesagt, auch immer wieder ohne Gehörschutz spielen, damit einfach du am Sound arbeiten kannst und einfach dadurch gut klingst. Ich hoffe, dir hat das geholfen. Ich konnte dir einige Fragen beantworten. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt noch meinen Kanal. Dann bekommst du direkt jedes neue Video von mir mit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Schlagzeugspielen. Tschüss, dein Rudi.